Ich muss schon sagen, da bestehen für mich arge Zweifel, ob das noch irgendwie Journalismus ist. Im Rahmen des DFB-Skandals ist der Spiegel in den letzten Tagen ja ganz schön in Erklärungsnot geraten. Jetzt hat der Spiegel zurückgeschlagen und hat einen Artikel veröffentlicht, in dem Theo Zwanziger nicht nur Wolfgang Niersbach, sondern auch andere FIFA-Funktionäre bzw. DFB-Funktionäre belastet. Wie wichtig war diese Publikation für den Spiegel? Ja, man könnte fast sagen, das war so eine Art Befreiungsschlag, weil die ganze Republik spekuliert jetzt seit Tagen, ob da noch die Smoking Gun irgendwann kommt. Hat der Spiegel eigentlich noch was in der Hinterhand? Alle warteten gespannt. Kommt da jetzt noch was auf die neue Ausgabe? Also diese Eilmeldung jetzt vor dem Wochenende auch noch ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um, man könnte sogar sagen, die Reputation des Spiegels zu erhalten und alle Bedenkenträger und Gegner und Kritiker quasi mit einer Handbewegung wegzuwischen. Aktuell beobachten wir ja in Deutschland einen publizistischen Zweikampf zwischen der Bild-Zeitung auf der einen Seite und dem Nachrichtenmagazin Spiegel auf der anderen Seite um die Deutungshoheit in dem DFB-Skandal. Wer hat sich denn eigentlich in den letzten Tagen besser geschlagen von den beiden? Ich finde, bei solchen publizistischen Klassenkämpfen kann man ja schon fast sagen, die ja noch in alten Traditionen wurzeln, kommen immer alle Beteiligten schlecht bei weg. Das sind sozusagen auch kleine Kämpfe, die sich aus Koketterien, Arroganzen speisen, wo es so ein bisschen auch darum geht, wer eigentlich die Hosen anhat, also so ein bisschen auch typisch Medienbranche. Dass man untereinander einfach kein gutes Haar an dem anderen lässt. Und so wie ich das beobachte, war es so ein bisschen typisch auch Bild-Zeitung, wie dort jetzt Alfred Draxler sich auch als Chefredakteur von der Sportbild geäußert hat, auch ganz klar, um diesen Mythos zu bewahren, der sich um das Sommermärchen rankt. Also hier geht es ja auch um die Zerstörung eines bundesrepublikanischen Symbols und eines Events, eines Medienevents, von dem die Bild-Zeitung sehr, sehr stark profitiert hat, wie auch viele andere. Und das möchte man sich natürlich nicht nehmen lassen, und hat da gegen den Spiegel, jetzt wo mal eine Flanke offen war, sozusagen, hat man versucht, gegen den Spiegel zu wettern, auf Spiegel einzuprügeln. Und es wird sich hoffentlich nächste Woche dann zeigen, dass das eben nicht funktioniert. Nach der Bild-Zeitung hat jetzt ja auch der Fokus-Herausgeber Mark Wurt den Spiegel scharf kritisiert. Wie sehr steht denn eigentlich jetzt der Spiegel oder stand der Spiegel unter Druck? Naja, also wie ich eingangs schon gesagt habe, der Spiegel steht natürlich immer noch unter großem Druck, denn die Vorabmeldung ist ja weiterhin nur eine Bekundung von Verdachtsmomenten und Indizien. Immerhin gibt es jetzt hier sowas wie eine Art Kronzeugen, der Beteiligte belasten kann, dass es schwarze Kassen tatsächlich gegeben hat. Und das ist eben das, was sich alle, die ganze Branche, aber auch außerhalb der Branche alle gefragt haben, ob an der Story überhaupt was dran ist. Also insofern ist der Druck nach wie vor groß und wir müssen jetzt tatsächlich auf die Ausgabe warten, die dann ja morgen als E-Paper erscheint. Hat sich das denn durch das Statement von dem Herrn Markwort verschärft? Ja, klar, hier wird natürlich so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Alle glauben, sich hier zu Wort melden zu müssen. Auch sämtliche, eigentlich schon aus dem aktiven Journalismus ausgetretene Vertreter der Branche. Mark Wort selber hat ja, wie wir wissen, eindeutige Verbindungen zum DFB und besonders zum FC Bayern München. Das heißt, da ist möglicherweise auch immer interessengesteuerte Meinungsmache im Spiel. Ich will jetzt nicht von Kampagne sprechen. Darin ist die Bild-Zeitung ja auch immer relativ groß und gut und virtuos darin. Aber hier gab es jetzt eben mal diese einmalige Gelegenheit, gegen die recherchierenden Kollegen zu schießen. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass Herr Markwort gute Beziehungen zum Fußball hat, zum FC Bayern hat, sondern Franz Beckenbauer ist sogar Kolumnist bei der Bild-Zeitung. Wie sehr beeinflusst das eigentlich die Berichterstattung der Bild-Zeitung? Ja, ich habe mir eben da diesen Leitartikel von Alfred Draxler nochmal durchgelesen. Also ich muss schon sagen, da bestehen für mich arge Zweifel, ob das noch irgendwie Journalismus ist. Und er schreibt ja, glaube ich, auch selber so eine Art Offenbarungseid. Hiermit oute ich mich vielleicht als jemand, der da eine Art Vetternwirtschaft betreibt. Ich kenne die alle sehr gut, sogar sehr gut. Also das wird auch noch betont.
Ich frage mich natürlich, was hat das jetzt mit der unabhängigen Berichterstattung zu tun, wenn ein Chefredakteur als Franz Beckenbauer, als einen seiner besten Kumpanen nochmal zu dem ganzen Vorgang befragt. Also da fehlt mir doch ein bisschen die Unabhängigkeit. Das ist für mich auch wieder typisch Boulevardjournalismus. Viele Medien setzen ja in der aktuellen Diskussion ihre Glaubwürdigkeit ziemlich aufs Spiel. Die Bild-Zeitung, der Fokus, der Spiegel, die nehmen eindeutig Position ein in dieser Debatte. Was raten Sie diesen Medien, damit sie ihre Glaubwürdigkeit bewahren können? Ich denke, eine Versachlichung würde der ganzen Debatte guttun, aber das würde jetzt jeder Medienkritiker sagen. Ein weiterer Punkt ist aber sicherlich, nicht in einen Stimmungsjournalismus zu verfallen, wo über gefühlte Wahrheiten gesprochen wird. Und da muss ich auch ganz klar sagen, fand ich den Titel des Spiegel einfach falsch, zu suggerieren, das Sommermärchen sei gekauft, ohne im Heft die wirklich dann auch die sozusagen fehlenden Beweise zu liefern dafür. Da sind sie mir ein bisschen zu weit vorgeprescht, haben sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und haben, finde ich, auch in Teilen zu Recht Kritik dafür geerntet. Denn selbst wenn in der Geschichte ja stand, dass es nur um Indizien ging und Verdachtsmomente, so wurde doch im Editorial und auch bei Spiegel Online immer wieder hervorgehoben, also als eine Art von Suggestion, dass das schon ausgemachte Sache sei, dass hier schwarze Kassen und gekaufte Stimmen es gegeben habe. Und das war sicherlich ein Fehler des Spiegel. Und da muss man immer wieder sagen, ist das jetzt dem Wettlauf um Auflagen geschuldet? Woran hat es jetzt gelegen? Haben Sie den Theo-20er jetzt wie das Kaninchen erst hinterher aus dem Hut gezaubert? Oder stand das eigentlich schon vorher fest? Wenn ja, warum haben Sie das dann nicht gleich berichtet? Sie haben gerade gesagt, eine Versachlichung der ganzen Diskussion würde der ganzen Medienlandschaft guttun. Wie wahrscheinlich ist das nach der letzten Publikation des Spiegels? Naja, es wird wie bei anderen Fällen auch wahrscheinlich mit einem weiteren Schlagabtausch in die eine oder andere Richtung zu rechnen sein. Es wird aber auch wie bei jeder anderen Sau, die durchs Dorf getrieben wird, irgendwann wieder Ruhe einkehren. Man wird sich dann den Fakten widmen und der Sachlage. Wahrscheinlich wird hier eine moralische Komponente auch eine Rolle spielen, ob ja, Deutschland verdientermaßen Gastgeber letztendlich dieses riesigen Medienevents, so schön es auch gewesen ist, dieser endlose Sommer, ob er, also wir Deutschen, da wirklich zu Recht Gastgeber gewesen sind. Sollte das nämlich nicht der Fall sein, hat Journalismus natürlich die Aufgabe, das an die Öffentlichkeit zu zerren, öffentlich zu diskutieren, und letztlich auch die Frage zu stellen, war das richtig, so wie es gewesen ist, und sollten wir dieses Ereignis auch so in Erinnerung behalten.